Ja, der Frank Lorenz rollt jetzt hier mit seiner Transalp zum Start in einer Sonderlackierung zum Jubiläum des Lufttransportgeschwaders 61. Ein sogenanntes Scale-Modell, das heißt ein vorbildgetreuer Nachbau des Originals und auch hier zu sehen, voll beleuchtet mit Positionslichtern, mit Antikollisionslicht, mit Landescheinwerfer. Und er wird uns jetzt mit einem richtig schönen, ruhigen Flug, so ein Flugzeug ist natürlich genau wie das Original nicht kurzflugtauglich, aber er wird uns jetzt die Schönheit des Modellfliegens hier an den langsam dunkler werdenden Himmel malen. Eine kurze Durchsage für die durstigen Seelen. Limo-Cola-Sprudel gibt es auch im Zelt, nicht nur am Bierstand. Ja, auch er zieht hier eine wunderschöne Rauchschleppe hinter sich her. Auch das, liebe Zuschauer, zeigt uns die Schönheit unseres Hobbys. Hier kann jeder nach seiner Fassung selig werden. Der eine liebt die Segelflugzeuge, der andere die Kunstluftmaschinen, der nächste die Jets. Oder wie hier unser Kollege Frank Lorenz, seine wunderschöne Transalp. Wunderschön zu sehen jetzt die vorbildgetreue Beleuchtung. Jetzt noch einmal ein tiefer Überflug mit gedrosselten Triebwerken. Und dann wird er sich gleich auf die Landung vorbereiten. Für die Piloten, liebe Zuschauer, die nicht hier tagtäglich am Platz fliegen, sondern die hier als Gäste sind, ist es immer so ein bisschen tricky, da über die Baumgruppe einzulanden, denn man weiß nie genau, bin ich jetzt schon vor den Bäumen oder bin ich noch drüber, wann kann ich das Gras wegnehmen und wo fängt der Platz an, genauso ist es. Aber er hat das hier fantastisch im Griff, kommt in einem super Endanflug zur Landung herein, fängt jetzt die Maschine ab und setzt sie butterweich auf.
Vielen Dank für diese fantastische Vorführung. Frank Lorenz mit seiner Transalp. So, liebe Zuschauer, ich verabschiede